Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge mit dem Haus Gondorp. Was haben wir jetzt hier für einen Komplott? Irgendjemand möchte Heidika von Magdeburg umbringen, okay? So, er ist da hart am Arbeiten, wunderbar. Was bringt das eigentlich mehr an Steuern? 8, oh, das ist viel. Wieso ist denn das Ding jetzt hier 45% ins Minus gedreht? Achso, weil der Schlachten verloren hat, der Held. Und da übernehme ich das Ganze natürlich. Auch wenn ich natürlich so kein hervorragender Diplomat bin, aber das können wir mal machen. Und wir haben jetzt Kalisch. Selbst die haben mehr Leute als ich. Oh, genau. So, wir ziehen uns jetzt mal zurück nach Lübeck. Sekunde. Nee, wir drehen nochmal um. Mein Radspitzel ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Sie ist sich sicher, dass mein Höfling Bonn ein Komplott spielt. Das Opfer, mein Neffe Banzleib, werft sie ins Gefängnis. Da bleibt sie jetzt auch. So, jetzt gucken wir mal, was die Bauernarmee macht, ob die zu uns zieht oder nicht. Und die zieht zu uns. Nein, wir gehen. Komm, gib Schnur, ihr seid schneller. Ah, klappt. Klappt, die drehen wieder. Nee. Die setzen uns doch nach. Aber wir sollten schneller sein. Ja, sind wir auch. Als ich das letzte Mal Papst Callistus sah, versuchte er unauffällig, meinen gelben Hut zu beseitigen, denn gelb ist eine Unglücksfarbe. Für Menschen von meinem Stand. Das Mal davor musste ich ihn einen lächerlich langen Umweg begleiten, um einer schwarzen Katze aus dem Weg zu gehen. Sie bringt Pech. Ich will gar nicht an das Mal denken, als er meinte, er hätte seinen Glücksbringer verloren. Doch als ich ihn dabei erwische, wie er fast die Hälfte meines kostbaren Salzes über die Schulter wirft, nur weil es verschüttet wurde, ist mein Geduldsfaden kurz davor endgültig zu reißen. Alles Unsinn, alles Blödsinn. Sie drehen bei, das ist gut. So. Callistus ist im Übrigen verstorben.
So. Bei Gott, die Bestände des Reiches stehen in letzter Zeit wirklich Schlange. Die Arbeit scheint mir schier endlos. Und da tritt auch schon der nächste vor. Offenbar ein notleidender Kaufmann oder der gleiche. Ich werde mich eurer Widrigkeit in ein paar Wochen annehmen. Für eine schnellere Bearbeitung seid ihr nicht wichtig genug. Der Kaufmann schaut mich mit offenem Mund an und blinzelt schockiert. Habe ich etwas Falsches gesagt? Und dann wollen wir mal den W3 zur Hand nehmen. Dann würde ich sagen, 1, 2 oder 3. Und wir werden ausreiten. Was bist du denn? Ich lege größten Wert darauf, dass immer alles erledigt wird und dazu zählt auch, dass meine Soldaten bestens versorgt sind. Daher sollte ich mir überlegen, wie ich sicherstellen kann, dass meine Soldaten im Feld immer die Vorräte haben, die sie benötigen. Ich richte ein Netzwerk von Kaufleuten ein, die mich unterstützen. Und wir wollen jetzt mal etwas Anspannung abarbeiten gleich geben. Nachdem ich stapelweise Finanzbücher durchgesehen hatte, konnte ich mich endlich für eine Gruppe in der Region verteilter Kaufleute entscheiden, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen haben. Ich machte ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten, um sie auf Abruf zu halten. Nun werden sie meine Armee kurzfristig versorgen, sobald dies nötig ist. Also ist dafür gesorgt, dass meine Befehlshaber wissen, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie Vorräte benötigen. Ich schöpfe noch ein bisschen den Rahmen ab. Ich bin mitten in meinen Übungen, als ich Abon erblicke, der sich ebenfalls ertüchtigt. Ich mustere ihn von oben bis unten und er scheint nicht nur bei bester Gesundheit zu sein, sondern auch in bester körperlicher Verfassung. Ich würde mich gern mit ihm messen, doch auf welche Weise? Sollte ich mehrere Dinge berücksichtigen, wenn ich gewinnen will? Ruhe, Kraft oder lieber eine Mischung, die auch Ausdauer oder den Verstand beinhalten? Was haben wir denn hier? Reines Kampfgeschick könnte knapp werden. Aber wir ringen mit ihm. Wir triumphieren. Ich würde sagen, wir üben auch ein bisschen für ein Turnier. Und dann dreht ihr euch nach rechts, schreit Timo, mein Sohn. Okay. Während er mir einen kräftigen Schlag mit dem Schwert versetzt, der mich ein paar Schritte zurückweichen lässt. Beim Turnier wird niemand zimperlich mit euch umgehen. Wenn ihr gewinnen wollt, könnt ihr euch keine Niederlage leisten. Nicht einmal gegen mich. Kein einziges Mal. So. Wir sagen... Und snacken uns dann... das hier. Die Kriegsvollkonter. Wett, König Louis von Westfranken. Okay. Ach, der hat eine ganze Masse an Dings da. Mhm. Gut, der ist natürlich, das ist. Also, ich werde jetzt meine Armee mal wieder auflösen. Jack schmiedet Ränke gegen Bansleib. So, wir kerkern hinein. Entweder klappt das oder es klappt nicht.
Jack ist geflohen. Zusammen mit Irmgard Billung. Sekunde, du solltest eigentlich hier um das Kulturfördern kümmern. So, und es dauert nicht mehr lange, bis wir in Lübeck endlich den Titel feudalisieren können. Oh, irgendjemand möchte Meginhard umbringen. Aber wollen wir noch mal gucken. Brauchen nur 3 Monate. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für Arendan, als er mir auf dem Übungsplatz entgegentrat. Obwohl mir Goschalk anfangs nach keiner großen Bedrohung aussah, wurde mir schnell klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden fiel. Was kann denn der? Ach, das, ja. Komm, wir sagen, wir können mehr Leute wie ihn gebrauchen. Hier, bitte. Kriegt auch gleich eine Frau. Wunderbar. Und Bia, meine Tochter, wird erwachsen. Ich bin stolz darauf, meine Tochter nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsene zu sehen. Auch wenn Bia ein gesprächiges Kind war, fiel es ihr doch manchmal schwer, sich mit anderen zu vertragen. Weniger am Hof dürften von ihrer Beherrschung der Etikette beeindruckt sein, doch wenigstens weiß sie durchaus, wie man sich in der gehobenen Gesellschaft zu verhalten hat. Ich würde den gerne einmal anpinnen. Und Bier auch. Und sie heiratet dann Goschalk von Sachsen. So, der ist mir ein bisschen zu stark. Vor allen Dingen ist der auch noch mit Hestein verbündet. Also mit den beiden von Hestein da oder was? Meine Güte. So, wir haben also eine neue Kulturepoche erreicht. So, du heiratest die. Warum jemand dieser Gemeinvolk die Hand zur Heirat reichen wollen würde, übersteigt zwar meine Vorstellungskraft. Doch ich wünsche Ihnen alles Gute. Wieso, was ist mit ihr? Wo ist denn dein Problem? Oh, wie? Wir sind das neue Kulturoberhaupt der Sachsen. Das glaube ich nicht, das muss noch eigentlich er sein, ne? Nee, wir nochmal, wir nehmen nur bei guten Christenmenschen. An dieser Stelle übliche Paradox-Disclaimer, ne? An den Turnieren teil. So, und jetzt. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt, nämlich Siegfried. Und dann sage ich, schön, dass ihr mich darüber in Kenntnis setzt, dass er eine Karte des Geländes für einen unbekannten Adligen angefertigt hat. So, wir haben es jetzt geschafft. Lübeck ist feudalisiert. Das heißt, wir bekommen von dort auch zum Beispiel Steuereinnahmen und so. Sehr schön. Wir sind schweißgebadet, müde und hungrig, als ein langer Trainingstag mit den Truppen endet.
Als wir uns nach einem Lagerplatz umschauen, sehen wir am Horizont eine alte, verlassene Burg. Mich breitbeinig hinstellend, sage ich, dort werden wir heute Nacht unser Lager aufschlagen. Die Sonne geht unter und mit jedem Schritt, den wir näher kommen, wird die Ruine unheilvoller. Es dauert nicht lange, bis die Soldaten von Geistern flüstern. Lasst uns die Burg betreten, dort warten sicher Schätze. Hä? Was denn du? Achso. In der Burg ist es dunkel, klamm und trostlos. Und alle Spuren vom Leben sind längst verschwunden. Ich schaue verrottete Treppen hinauf und erblicke etwas, das Überreste edler Wandteppiche und alter Gemälde sein könnten. Die Wendeltreppe hinunter sehe ich nur Dunkelheit, die bis in die Tiefen der Erde zu reichen scheint. Ich sag mal so, wir durchsuchen das Obergeschoss und finden einen fantastischen Schatz. Ja, die Schatzkammer war leer, wir mussten da so ein bisschen was tun. Wir mussten also ein bisschen was tun. So, was willst du denn jetzt hier? Wieso, was hast du getan? Ja. Gut, wir werden sie nicht begnadigen, das interessiert mich nämlich überhaupt nicht. So, Graf Timo von Lippe? Gräfin Amelie wurde ermordet. Werte Amelie, ich mag euch zwar nicht geliebt haben. Und doch sotzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da. Immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. So, So, schön, Wie ist denn mein Neffe daran gekommen? Ach so. Vergeben worden ist er an ihn. Sehr gut. Der gute Theodorik, der wird dann bald zwei Grafschaften haben. Das ist auch eine nette Sache. So, dann würde ich sagen, als nächstes schauen wir uns jetzt mal nach einer Ehefrau. Es geht bitte mit einem hohen Verwaltungswert. Sortieren wir bitte nach Bündnismacht. Die Grafschaft der Provence mit 1000 Leuten. Hier, okay. 1000 Leute. Gräfin Oda. Und die hat zwei Titel. Das heißt, da wäre ein Erbe möglich. Da wäre ein Erbe möglich für uns. Und ich glaube, das werden wir auch so machen. So, und dann haben wir jetzt also Gräfin Wilhelmina geheiratet. Die Dänen haben dort oben etwas erobert. Ah ja.
Ich finde, wir sollten einmal zum Abschluss dieser Folge, oder, ach komm, das wisst ihr was, das machen wir zum Beginn der nächsten Folge. Also, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo da. Und wir sehen, lesen, hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.